Jetzt gibt es ja die Behauptung, dass die oberste Kraft der Freimaurerei Luzifer wäre. Was sagst du dazu? Wichtig ist, dass die Freimaurerei Luzifer akzeptiert als Macht, als notwendige Macht und eine Macht, die nicht zu beseitigen ist, die aber kontrollierbar ist oder kontrollierbar wäre, wenn man sie erkennt. Das heißt, Luzifer ist nach Aussage der Freimaurer der Herr der Welt. Ja. Okay, ich habe Okay, gerade jetzt aufgeräumt kommt und es sieht so aus, als hätte ich hier sozusagen einige Leichen im Keller entdeckt. Ich habe eine Bibel von den Freimaurern gefunden im Schrank. Ihr seht hier ganz genau, dass es sich um eine freimaurische Bibel handelt. Masonic Freemason Bible and Und da sind with auch sehr viele merkwürdige Bilder drin, Grafiken. Hier, ein satanischer Stern. Mitten drin, mitten in der Bibel. Satanic star upside down inside the Bible. Extremely Hier interesting. ist so eine Art Beweis. Eine Urkunde, Rexburg wenn man über die schottische Rite spricht. Ich weiß gar nicht, das ist ja gar nicht ausgefüllt worden, wem das gehörte. Das war ja schließlich in meiner Familie oder ich weiß es nicht. Und das ist auch sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Da werde ich mich auf jeden Fall noch mal näher drum kümmern. Seht euch das an. George Washington. Ich meine, man, es ist bekannt, dass er ein Freimaurer war, aber viele streiten es ab. Und diese vielen Symbole, ich weiß nicht, was sie bedeuten. Also jetzt, dazu müsste ich mich erstmal einlesen. Sehr, sehr interessantes Bild. Das ist das Innere des Tempels von Salomon, wie ihn Hesekiel gesehen hat. Also man kann es ja nur annehmen. Das werden sie ja nicht mit Sicherheit wissen. Da. Sehr interessant. Oh. Schaut mal her, was das für ein Mann ist. Der erste Großmeister. Also laut des Buches war König Salomon der erste Freimaurer. Ich fand das persönlich sehr interessant. King Solomon was a Freemason, according to this anyway. I'm not saying whether he is or isn't. I just found this. Und hier ist noch ein Beweis für Personally found this den piece. Boden im Schachbrettmuster. Und Extremely guck mal genauer hin. interesting. And there's your Ah, proof es of tut the mir black and leid. white checkered floor. Now look at Die this piece. Technik. That's interesting. Let's see if I can. Es kommt nicht richtig raus. Ich werde mal Again, I näher apologize if I'm manuell confusing the words. reingehen. Again, skull and bones. Könnt ihr It das is erkennen? Skull and Bones. Again, I'm sorry. I may have to Genau do it manually like this. hier. See that skull and bones? Right. This is kind of last classified There. picture of skull and bones. This is a Es wird identifiziert als ein Bild. This is kind of last classified as a Ich picture versuche mal näher ran zu zoomen. of Als It is. die fortschrittlichen Schritte in die Freimaurerei. It's classified and I'll let you see that for some Das ist auch sehr interessant. Progressive steps in masonry. Y'all guys may have to stick around. This is interesting. It's
Wrong way, fellas. I'm sorry. I am sorry. Like I said, I'm just now getting this, but this is. Und seht euch diesen Mann an. Schaut mal. Kennt ihr diesen Typ? This fella here. Ich will mir das mal genauer ansehen. I may have to take a look. Da ist mein Finger. Ja. Da. Das ist Albert Pike. Das. Könnt ihr das sehen? Seine Unterschrift. Sehr interessant. Es ist sogar Albert Pike. Hier steht's auf der anderen Seite. Dass es ein Bild von Albert Pike war. Und. Das ist wohl aus Morals and Dogma. Schatten, die Schatten antiker Mysterien. Das ist im 32. Grad. Ah, und dann denke ich mal, wir kommen gleich zum 33. Grad. Der Freimaurer. Wartet mal, bis ich es so einfangen kann, bis ihr es lesen könnt. Assuming you get to your 33 degree masonry. And I'll leave this on for a minute or two for you to be able to read it. Ich will mal nochmal zurückgehen zu diesem 32. Grad. Wie ihr sehen könnt. Genau hier. Handelt es sich um okkulte Wissenschaften. Fragen und Antworten zu bestimmten Charakteren und den Plätzen der Freimaurerei. Der Orden Sterns des Ostens. Freimaurerei in Amerika. Oh. Sehr interessant. Ich weiß nicht. Ob es jetzt langsam in eine Bibel übergeht. Ich versuche so viel rauszubekommen, wie es geht mit der Technik. Ja, es sieht schon so aus, als würde es eher in die Tendenz gehen, dass es eine Bibel ist. Hier ist. Ja, hier werden Kinder eingetragen. Und hier sind wir im Neuen Testament. Ja, es ist sehr kunstvoll erarbeitet. Es tut mir leid, dass es so verschwommen ist. Das ist sehr pittoresk. Oh, das ist wirklich ein sehr interessanter Charakter. Ich habe noch niemals eine Bibel dieser Art gesehen und diese ganzen Informationen. Oh, kommt euch das bekannt vor? Steht doch in Washington. Oh, ich kenne es. Es sieht so aus, als. Das Freimaurerei. Doch eher satanistisch ist. Also ich meine, da stand ja was von okkulten Wissenschaften und damit ist ja nicht das Christentum gemeint, die christliche Religion. Das ist sehr faszinierend. Sehr faszinierende Bilder. Was ist denn das? Die Höhle
unterhalb des großen Steins auf dem Berg Moria. Ich gebe euch nur hier einen kurzen Überblick. Diese freimaurische Bibel, sehr interessant. Die Demokratie ist im besten Fall eine Täuschung und im schlimmsten Fall der Auftakt zu einer Diktatur, die man als neue Weltordnung kennenlernen wird. Daniel Estulin, Publizist und Bilderberg-Kritiker. Eine Täuschungstaktik der eine Weltregierung ist die Orwellsche Verwendung von Zweideutigkeiten. Das heißt, Krieg wird Frieden genannt, Pazifisten Terroristen und diejenigen, die versuchen, die Wahrheit zu sagen, werden angeschwärzt, weil sie Hass verbreiten und Bösartigkeiten versprühen. Daniel Estulin, Publizist und Bilderberg-Kritiker. Die Weltregierung wird, wenn sie erfolgreich ist, all das tun, wovon Hitler geträumt hat und was ihm misslungen ist. Daniel Estulin, Publizist und Bilderberg-Kritiker. A new world order.